sind die TSG. Wow. Und stolz darauf, wir sind die TSG. Wow. Wir geben niemals auf, wir sind die TSG. Wow. Und stolz darauf, wir sind die TSG. Wow. Und es sind Sie, unsere Mannschaften, die TSG Balingen gegen den SGV Freiburg. Mit dabei als Einlaufkinder die Jungs und Mädels vom FC Pfäffingen. Ich bitte Sie, für einen kurzen Augenblick sich von den Plätzen zu erheben. Wir gedenken der Opfer, deren Angehörigen und allen Leidtragenden der Terroranschläge von Paris. Wir, die TSG Balingen, sagen Nein zu jeder Art von Gewalt und Extremismus. Wir wünschen uns Freiheit, Einheit und Brüderlichkeit. Wir sind Paris. Dankeschön. Thank you.
Balla. Der Kapitän von der TSG Baling, beziehungsweise der Kapitän ist wieder an Bord, oder? So zum Sagen, ja. Manuel, 3 Spiele in Folge jetzt unter dem neuen Trainer gewonnen. Läuft, oder? Kann man so sagen, ja. Ich denke, das haben wir jetzt alles positiv gestaltet und da wollen wir in Oberaachen auch weitermachen. Die jungen Spieler einfach sich verblüffend, oder? Jetzt sind sie am Spielen und funktioniert, oder? Ja, zu dem haben wir sie ja. Also irgendwann müsstest du ja schon mal einschlagen. Man braucht halt einfach 18 Leute, die funktionieren. Und das ist jetzt gerade der Fall und von dem her ist es wunderbar. Die Ausgewogenheit bei euch stimmt jetzt auch wieder zwischen Abwehr und Sturm. Hinten lasst ihr fast nichts zu und vorne macht ihr endlich mal die Tore, oder? Ja, so zum Sagen. Also Stefan Vogel haut wieder die Dinger rein. Egal wer vorne eine hat, meistens machen wir sie. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Hinten kriegt man das auch gut hin und da können wir so weitermachen. Und dann sieht es gut aus, bis wir in der Winterpause sind. Alles klar, Manuel. Ja. Ich danke dir, gell? Ja, bitte. Ciao. Ja, da haben wir Kenian Preis von der TSG Balingen. Kenian, 3 Spiele in der Startformation, alle 3 Spiele durchgespielt. Du stehst an für sich für die Jugend bei der TSG Balingen, auch für den Aufschwung, oder? Ja, ich denke,
Also man sieht, dass vielleicht Ralf jetzt mehr auf junge Spieler setzt, aber ob der Aufschwung explizit an uns liegt, das ist mal in Frage zu stellen. Es arbeiten alle gut. Aber man muss doch irgendwie sagen, die ersten paar Spiele bestimmt ein bisschen aufgeregt gewesen, aber heute hat man bei dir auch gesehen, die Abgezocktheit ist langsam da, oder? Ja, also speziell in Ravensburg, da war ich am Anfang schon aufgeregt, aber ich denke jetzt mit dem Spiel, da kommt es dann schon. Ist schon für sich spezifisch an sich auf die gesamte Mannschaft. Es wird von Spiel zu Spiel, kommt die Sicherheit bei euch zurück. Vor allen Dingen muss man auch sagen, diese Ausgewogenheit zwischen Abwehr und Mittelfeld und Sturm funktioniert, oder? Ja, es funktioniert gut. Wir haben heute 0 gespielt, wie letzte Woche, und 4 Tore gemacht. Ich denke, das spricht für sich. Du kannst weitergehen, oder? Ja, ich hoffe es. Alles klar. Sieg und dann ist okay. Okay, Kenan. Ich danke dir, gell? Ja. Danke. Ciao.